Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Brepokalypse am Morgen des dritten Tages. Ich habe gegessen, ich habe getrunken, ein bisschen was gekocht und jetzt gehen wir erstmal rüber und looten den Working Stiff Tool Laden zu Ende. Bevor wir dann gucken, wo wir weitermachen. Reparaturkit zum Auto, perfekt. So, wir haben da ja noch was Kräuchen und Fleuchen gehört, als wir hinten durchgelaufen sind. So, und da irgendwo müssten ja auch noch Lootkisten stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwo. Wo sind wir denn rein? Vorne haben wir ja, na gut, alles haben wir nicht mitgenommen. Das dritter Tausammler würde mich auch noch sehr freuen, aber ich glaube, mit zweien kommen wir jetzt erstmal ganz gut klar. So, hier hinten, ach, hier oben gibt es noch Dinge. Wer auch immer da Wasser reingeschüttet hat da oben. So, Level up. So, noch ein paar Türen haben wir hier hinten. Hier ist zu. Hier ist offen. Okay, was ist denn da? Eine Kamera oder was? Es leuchtet noch aus dem Nachbarraum durch. Interessant. So, leer, leer, leer. Kartoffeln. Nach Möglichkeit mal alles aufheben an Zutaten. Für den Zeitpunkt, wo ich bessere Gerichte kochen kann. Ein paar Zeitungen fehlen mir aber leider noch. Guten Tag. Da haben sich übrigens auch welche beschwert bei der 1.0 von 7 Days to Die, die gerne so den Schleichstil bevorzugen und ansonsten durch viele Points so fast komplett durchgekommen sind. Dadurch, dass es Triggerpunkte gibt, kann man diesen Spielstil nicht mehr komplett durchziehen. Kann ich verstehen, dass das für den einen oder anderen ein bisschen ärgerlich sein mag. So, diverse Kisten. Ziehen wir uns gleich alles zu. Okay, hier ist nochmal so eine Gefahrenquelle. Da putzen noch welche von der Decke. Und da kommen noch mehr. Verbrannte, die haben irgendwie zu lang an der Gasleitung geschnüffelt. Oh, das ist nicht gut. Na, bisschen mehr Kondition. Oh, hier steht schon der Wagen im Weg. Soll es dann wahrscheinlich noch ein bisschen spannender machen hier. Und da geht's aufs Dach. Aktivieren Metallschlüsselhalter. Okay, da könnten wir dann hinterher wieder raus. Genau. So, ein bisschen Müll durchsuchen hier. So, wo ist der Hahn hierfür? So, hier hinten ist auf. Hier kommen wir ja gleich wieder zurück, oder?
Bleibst du liegen? Jo. So, immer ein bisschen. So, hallo. Kartoffelsamen am Klo. Okay, dann sind wir einmal den Rundkurs gelaufen. Jetzt da auch noch rein. Irgendwo muss doch der Absperrhahn sein. Verschlossen. Warum liegt denn hier noch Zeug? Okay, aber weiß der Pilz, wo der Absperrhahn ist? Gut, wir kommen auch anders aufs Dach, so ist es nicht das Problem. Oder ist der Absperrhahn draußen? Okay, kriegen wir gleich Besuch. Hier ist was los. So. Wo ist der Absperrhahn? Durch einen geschickten Sprung käme ich da natürlich auch dran vorbei, so ist es nicht. Zum Lesen. Ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Vorschlag hämmern soll, aber was soll's. Meinte ich, komme an dem Gefahrenpunkt vorbei, wenn ich da einfach dran vorbeispringe? Gehe ich das Risiko ein? Da muss ich noch mal einen Moment drüber nachdenken. Bank, okay. Gut, hier kriegen wir noch Plastik raus. Das ist, glaube ich, erstmal wichtiger als das andere Zeug hier. Sand und Zement und hast du nicht gesehen. Das können die jetzt zwar alles schön auch mitnehmen. Aber noch brauchen wir es nicht und ob wir jemals dahin kommen, wo wir es brauchen, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. So. So, da kommen wir ja auch so vorbei. Ich glaube, ich habe schon alle runtergelockt, die hier oben gewesen sein könnten, oder? Oder auch noch nicht. Okay, hier ist ein Zelt aufgebaut. Liegt da einer? Kann das nicht erkennen, ob das ein Haufen Schrott? Das wird wohl ein Haufen Schrott gewesen sein. Okay, sie sind noch nicht alle durchs Dach gebrochen. Es sind noch welche da. Wo seid ihr? Im Zelt? Kommen Sie her. Ui.
So, fertig. Oder haben wir auf der anderen Seite vielleicht noch welche? Ich wollte dich nicht wecken. Entschuldigung. Was hier alles für ein Zeug liegt. Wäre ein Baumarkt was, wo ihr euch in der Apokalypse hin zurückziehen würdet? Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn man handwerklich begabt ist. Shit, Hund! Himmel. Aber infiziert. Und ich durfte keinen Honig mehr haben. Ich glaube, ich habe nur einmal welchen gefunden. Die Vitaminpillen nützen mir nichts. Dass die Krankheiten wie Infektion, Durchfall oder Müdigkeit zuziehen. Ja, aber ich bin ja schon infiziert. Jetzt nützt mir das ja nichts mehr, ne? Mist. Mich der Hund infiziert. Die Infektion schreitet ganz schön schnell vorwärts. Ich habe Dietrich, aber nicht viele. Ja, genau, einen. Das habe ich zu spät gesehen. Ja, was mache ich denn wegen der Infektion? Ja, ich kann nichts machen. Oder wenn ich mir jetzt Vitamine reinhaue, die helfen mir im Nachhinein ja nicht mehr. Heilen Erschöpfung. Ja, nee, das nützt mir nichts. Reparaturkit auf mich selber anwenden geht auch nicht. Ich weiß nicht, was das gerade für eine Hintergrundkulisse ist. Das habe ich manchmal nur ganz selten. Ich weiß nicht, von welchem... Obwohl, es könnten Steam-Nachrichten sein, oder? Ich muss mal gucken. So, da sind wir wieder. Ich habe nicht rausgefunden, was das für ein nerviges Geräusch ist. Wenn es jemand weiß, lasst es mich gerne wissen. Mann, Mann, Mann. Das hört jetzt nämlich noch eine ganze Weile nicht auf. Kochzeitschriften würde ich mich drüber freuen. Unwahrscheinlich, dass wir hier welche finden. Klebeband. So, das Ding klopfe ich mal auf. Aber freilich ohne euch. So, gleich haben wir es geschafft. Ich habe zwischendurch schon mal irgendwelche Zombies irgendwo krauchen gehört. Da kommt ein Airdrop. Wir könnten nochmal schnell beim Trader Rack gucken, ob der Honig hat. Aber ich glaube, der geht, ich weiß nicht, bis 2,5% oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall den Airdrop holen wir uns noch. Und, boah, hat schon wieder Hunger bis unter die Arme hier. Das kostet ganz schön viel Kraft, hier so eine Kiste aufzukloppen. Und dann sind am Ende doch nur die berühmt-berüchtigten 2 vergammelten Sandwiches drin. Wer weiß. Und? Oh. Glider? Bombing Spiders? Was? Lesen Sie die Questnotiz und nehmen Sie die Herausforderung an. 10 Segelflugzeug-Bomberspinnen. Was? Mit einem Compound-Bogen zu finden und zu eliminieren. Mein lieber Herr Gesangsverein, okay. Das wäre natürlich, wenn das ein Quest, irgendein Gegenstand gewesen wäre, mit dem man etwas hätte
mit dem man etwas hätte tun können. Komm, dann haben wir uns. Ja, nimm Antibiotika. Das ist einfacher gesagt als. Als getan. Das wird wahrscheinlich ein teures Vergnügen, wenn ich Antibiotika nehme. Oder mir hole von Rekt, wenn er es überhaupt hat. So, wo ist der Händler? Hier ist das Rad. Der Händler kann nicht weit weg sein. Der war doch hier irgendwo. Wo war er denn? Trader Rekt. So, komm, lass mal schnell gucken. Hier mit unserem schönen Nerd-Outfit. Beinahe noch gegen den Zaun hier gefahren. So, hier kommen wir rein. So, Trade Direct. So, Tür bleibt auf. So, Inventar sehen. Bier. Amboss, Kochtopf, Goldruten-Tee. Ne, keine Antibiotika. Und kein Honig. Komm, ich kaufe aber die Kochmagazine. Das kann der Grill. Da werden auch noch Rezepte freigeschaltet, ne? So, kaufen wir mal. Oder hab ich schon einen vielleicht? Also egal, komm, nehmen wir mit. So, dann, ich habe leider nichts zum Verkaufen dabei. Oh, warte mal, Schmerzmittel. Okay, Schläge wegstecken. Das bringt mich alles nicht weiter. Die Vitamine bringen mich auch nicht mehr weiter. Nichts bringt mich mehr weiter. So, lass mal gucken, was du für Aufträge hast. So, abholen hatten wir schon, aber es ist fehlgeschlagen. Aber wir haben ja noch eine in 205 Metern. Dels Café, das können wir annehmen. Komm, das machen wir mal schnell. Blub. Vielleicht haben wir noch Glück und finden irgendwo was. Auf die Schnelle. Schwupps. Lohnt sich fast gar nicht, hier mit dem Rad zu fahren. Aber nur fast nicht. So, wo ist das dahinter wahrscheinlich, ne? The Dead Rooster. Okay, fahren wir einmal im Kreis. Kommen wir hier durch. Dels Café. Wo ist der Punkt? Hinten? Okay. So, bringe Vorräte zurück. Beschlossen. Beschlossen. Okay, wo geht's denn hier rein? Jetzt ist mit der Infektion auch schon fast egal, ne?
So, da geht's auf jeden Fall nicht rein. Oder wir laufen einfach hier rauf. Was soll schon noch passieren? So, hier auf dem Dach ist nichts. Aber wir kommen hier durch zumindest rein. So, ist zu essen. Und was für Zwischengänge sind wir hier unterwegs? Noch mehr? Okay, das ist da, wo wir vorher nicht reingekommen sind. So, Shumway Foods. Ja, immer her mit dem Zeug. Kommen Sie, kommen Sie. So, sind wir im Diner. Keine Toilettenpistole. So, könnte man natürlich auch mal ein bisschen skillen, ne? Ein bisschen mit dem Dietrich arbeiten. Shit. Was haben die hier mit den Hunden immer? Himmels Gottes Willen. Irgendwo klopft schon der Nächste. Da. Okay, lohnt sich die Infektion wenigstens. Hier ist verschlossen. Okay, hier waren, da sind wir, glaube ich, vorher rausgekommen. Irgendwie sowas. So, entriegelt. Mega Crush. Medizinische Vorräte. Ja, nicht ganz. So, hier ist verschlossen, da ist verschlossen. So. Schlüssel aktivieren, dann ist hier offen, alles klar. So, ein Haufen Mods gelötet, versiegelte Versandkisten. Und der Junge hat Hunger. Uns das doch gleich in den Kopf hier. Und auch gleich noch was trinken. Boah, die Infektion schreitet ganz schön schnell voran. Konnte man Blut, konnte man früher auch mal trinken, oder? Wie war das? Okay, wie viele Punkte hat der? Gönnen wir uns. So, gleich ist es geschafft. Vor lauter Looten. Naja, Axt kaputt. Darf ich nicht vergessen, dass wir hier ein ganz anderes Ziel haben. Nämlich den
die Vorräte zu sammeln und zurückzubringen. Ich weiß gar nicht, was man hier, wenn man die Quest 1 Dinger voll hat, was man hier in der Präpokalypse bekommt oder ob hier das System vielleicht ganz anders funktioniert. Auch da wir das Fahrrad ja direkt zum Anfang bekommen haben, finde ich gar nicht schlecht. Ein Prepper hat doch ein Fahrrad. Mindestens. So, was drin? Ja. Naja. Es hätte weniger nützlich sein können. So, also. Da oben wahrscheinlich. Jawohl, da ist er. Der Kuriertonister. Warum findet man eigentlich nie Wasser, was man noch trinken kann? So, mal gucken, wo ist denn? Wo habe ich denn mein Fahrrad abgestellt? Ich glaube, auf der anderen Seite. So, dann können wir die nämlich auf jeden Fall noch abgeben fahren, die Quest. Mal schauen, was uns als Belohnung angeboten wird. Würde ich auch gerne mal gucken, was kosten denn diese Hühnerställe und sowas? Was bräuchte man denn dafür? Coop? Habe ich mir gemerkt. Geschmiedetes Eisen, Steine, Leder, Klebeband, Holz. Wie, und das ist alles? Braucht man da keine Hühner dafür? Der Händler hatte doch vorhin ganze Hühner zu verkaufen. Braucht man die dafür nicht? So, Home Cooking Weekly, aber nur eins. Aber ein Fertigungsfertigkeit-Zeitschriftenpaket, da könnte alles Mögliche drin sein, ne? Ich nehme das. So, dann machen wir mal. Hey, Jerk, you need some work? Teaches Morales Residence. Gucken wir mal, dass wir die schon mal angenommen haben. So, was haben wir hier noch? 10 Wüstengeier und eliminieren. Tom Clarks Wüstengeier verdiene nach Abschluss. Alles lesen, ne? Wir lesen alles. So, 5 zufällige Zeitschriften. In Wirklichkeit waren es 10. Quest begonnen, Desert Vulture. Tja, nee. So, die Quest ist... Wo ist sie denn? Du hast Schlange Handwickel freigeschaltet. Achso, primitive Rüstung, Qualität 5. So, hier Stufe 1 abholen. Primitive Rüstung 6. Selbstgebautes Gewehr. Kommt noch was? Werkbank. Ich habe mittlerweile die Werkbank freigeschaltet und die Schmiede. Da könnten wir ja mal gucken. Was wir für den ganzen Klimbim brauchen, oder? Ob wir vielleicht schon Werkbank, Schmiede oder was auch immer. Ich möchte gerne den schnellen Wegpunkt weg haben. Ach, egal jetzt. Nach Hause bitte. Nach Hause, bitte. Obwohl, ein Airdrop hätten wir noch. Wie weit ist der weg? Stufe 1 abholen. Wo ist der Airdrop? Puh. Nee. Nach Hause in meine Bar.
So. Der irritiert mich, der muss weg. So. Schwuppsdiwupps. So, Pilze befinden sich noch im Wachstum. Meine Pflanzen hier sowieso. So, was brauche ich denn noch für Speck mit Eiern? Immer noch 5? Grits and Bits. Grütze, Pilze, Speck und Eier. Na dann her damit. Grütze. Weiß nicht, ob ich das im echten Leben so haben wollen würde. So, wir haben Goldrute. Da können wir gleich auch mal Goldrutentee. Können wir eigentlich auch direkt mal herstellen. Gold, geht das so? Goldrutentee? Oder brauche ich da abgekochtes Wasser gleich? Nee. Ja doch, ich brauche abgekochtes Wasser. Dann machen wir erst, kochen wir erst Wasser ab. 15 Stück. Los geht's. Dauert 12 Minuten. Kriegen wir hin. So, ausgrudeln bitte. So, jetzt haben wir noch einen Haufen Zeug. So. Ja, nutzt mir leider alles nichts hier. So, hier ist der Kochgrill. Wie war das, wenn ich den da einbaue? Geht aber gerade nicht, weil gerade noch was in der Mache ist. Okay, da müssen wir gleich mal dran denken. Ich muss mir das hier mal so in die Mitte schieben, dass ich das gleich nicht vergesse zu gucken. So, dieser Coop Hühnerstelle. Ah, gut, ich bräuchte eigentlich nur noch Steine dafür. Aber der Hühnerstall ohne Huhn wird nichts bringen, oder? Vermute ich einfach mal. Was gibt's denn noch mit Prepper? Ach, hier. Holzbefeuerter Prepper-Ofen. Prepper-Fitting-Mods, Prepper-Munitionspresse. Prepper-Potpie, Rock-Drill. Okay, interessant. Dann Schmiede, da können wir ja auch nicht so viel machen, ne? Da bräuchten wir einen Holzklotz dafür und noch ein Klebeband. Was ist mit der Werkbank? Ah, 15 von 25. Ja, da bräuchten wir noch geschmiedetes Eisen und so ein Kram. Ja, ich würde sagen, zuerst die Schmiede. Ne? Für die Schmiede fehlt mir eigentlich nur ein Klebeband, ein Holzklotz. So, gucken wir mal. Klebeband 1 und ein Holzklotz kriegen wir auch hin. So, können wir jetzt Schmiede fertigen. Dann haben wir die gleich auch schon mal. Wo stellen wir denn Werkbank und Schmieden hin? So langsam muss ich mir überlegen. Ja, vielleicht hier irgendwo. Hier oben drauf, hier an der Seite. Wenn das geht. So, naja, drauf geht, na? Dreh dich mal ein bisschen. Warte mal, wie rum wäre denn richtig rum? So rum wäre richtig rum, ne? So. Ui, sie schwebt. Aber ist nicht schlimm. Ist trotzdem die richtige Höhe hier.
So, Eisen, Messing, Blei. Da muss erstmal alles Mögliche eingeschmolzen werden, bevor wir irgendwas herstellen können. So, wir schmelzen ein. Messingheizkörper, den kann man auch, glaube ich, direkt einschmelzen. Oder brauchen wir ihn später noch für was anderes? Ich glaube nicht. So, Messing. Eisen. Messing, Eisen, was war noch? Messing, Eisen. Blei, Sand, Stein, Lehm. Bruchsand. Wird nicht gehen, oder? Werden wir sehen. Blei. Geschmiedeter Stahl. Habe ich noch irgendwas übersehen? Nö. Dose Nudeln können wir mitnehmen. Glas kommt weg. Doch hier, Blei. So, das packen wir hier hin. So, können wir schon mal ein bisschen was einschmelzen. Ach, hier sind meine Kochdinger noch. Mensch. Gegrilltes Fleisch und roter Tee wurde freigeschaltet. Gekochtes Fleisch, Yuccasaft. Ja, das war es dann auch leider schon. Ich habe völlig vergessen, dass ich da noch Zeitschriften im Inventar habe. Was macht nochmal der rote Tee? Chinesische Antioxidantien, ausgezeichnete Rehydrierung, maximaler Ausdauerverlust. Okay. Goldrute wollte ich doch noch machen. So, Goldrute. Dauert. So, Wildbrät. Kochtopf haben wir. So, zwei von diesen Büchern brauche ich noch für Eier mit Speck. Dann hätten sich meine Hungerprobleme tatsächlich auch in Luft aufgelöst, mehr oder weniger. Gut, ich werde mal gucken, was ich hier noch brutzeln kann. Ein bisschen die Schmiede hier beaufsichtigen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja, bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.